Ich weiß, für einige Java-Spieler da draußen dürfte dieser Titel etwas gewagt sein, aber ich würde tatsächlich behaupten, dass die Bedrock Edition immer und immer besser und vor allem auch beliebter wird. Und dafür sind natürlich nicht nur Events oder andere aktive Features, weil Microsoft diese ja irgendwie priorisiert, sondern auch Dinge, die jetzt mit und mit dazugekommen sind oder zukommen werden. Vor kurzem sind nämlich einige Betas erschienen, die auch lang ersehnte Java-Features mit auf die Bedrock Edition bringen und ein weiteres kündigt sich demnächst auch schon an und da wollen wir uns heute einfach mal drum kümmern. Beziehungsweise das gemeinsam durchgehen. Nicht groß schnacken, drückt noch gerne die Like-Taste, das würde netten Schleimi sehr freuen. Jetzt freue ich mich aber noch extrem, euch den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. Ein brandneues PC- und Mobile-Survival-Game namens Andorn. Ich, der ein absolut Riesenfan von solchen postapokalyptischen und zudem noch Open-World-Survival-Games ist, musste es einfach spielen, denn es ist zudem auch noch Free-to-Play. Die Creator von PUBG Mobile Lightspeed Studios haben zusammen mit Level Infinite ein Spiel erschaffen, das eine massive Open-World mit einer Unreal Engine 4 verbirgt und zudem noch Crossplay zwischen Mobile- und auch PC-Spielern ermöglicht. Hier treffen die Bereiche Entdecken, Schießen, Überleben und Crafting wirklich perfekt aufeinander. Und ehrlich gesagt war ich zunächst echt stutzig in Bezug auf Open World auf dem Handy, aber holy damn wurde ich da schnell überzeugt, dass das Ganze perfekt funktionieren kann. Andorn hat sogar eine Kooperation mit Will Smith, der hier einen legendären Überlebenden namens Trey Jones spielt, der sieht auf jeden Fall übel sick aus. Solltet ihr euch noch bis Ende Juni über den Link in der Beschreibung oder über den QR-Code fürs Spiel anmelden, erhaltet ihr noch einen exklusiven Cowboy-Hut für euren Charakter, 1000 Silbermünzen und ebenso 350 mal Tactical Gear. Also wen von euch werde ich möglicherweise bald draußen treffen, wenn es ums nackte Überleben geht. Noch ein kurzes Sorry, dass jetzt in zwei Videos hintereinander Werbung bzw. Sponsoren waren. Es waren eigentlich viel, viel mehr Videos geplant, die noch dazwischen kommen. Also es ist einfach zu warm und ich hatte kaum Zeit. Es tut mir wirklich leid, aber das wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Naja, fangen wir auf jeden Fall mal mit der Beta an, die nicht gestern erschienen ist, sondern davor die Woche. Das war eine noch viel größere Beta. Was heißt noch viel größere im Vergleich zu der neuesten Beta? Werdet ihr gleich lachen. Aber die Beta hat die ein oder anderen Sachen mitgebracht, die sehr interessant sind. Für die Leute, die es noch gar nicht mitbekommen haben, in einer Beta davor wurde ja auch das neue Crawling mit hinzugefügt. Das heißt, dass wir jetzt auch auf der Bedrock Edition wirklich auf dem Boden liegen können und durch solche einen Block breite oder hohe Gänge schleichen können, was extrem gut ist und ja auch ein Feature ist, worauf wir schon Jahre gewartet haben. Genau wie dass wir unter 1,5 Blöcke, ja, großen Gaps auch nicht krabbeln können, aber sneaken können, in Anführungsstrichen. Das sollte ja auch ursprünglich Teil des kompletten 1.20 Updates werden auf der Bedrock Edition. Dem war leider nicht so, noch nicht mal in den experimentellen Features kannst du sie aktivieren. Das wird sich aber ändern. Es wurden jetzt die letzten Fixes dieses Features sozusagen vorgenommen. Und da die letzte Beta, die gestern erschienen ist, wirklich absolut mini war, scheint es so zu sein, dass dieses 1.20.10 Update, beziehungsweise dürfte das sogar das 1.20.20 Update sein, bereits nächste Woche oder darauf folgende Woche erscheint. Viele behaupten ja, der 5. Juli könnte es sein. Dies würde bedeuten, dass dann dieses Feature, also genau dieses Schleichen, nicht mehr experimentell ist, sondern auch wirklich komplett ins Spiel integriert wird. Das wäre wirklich eine 10 von 10. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist aber sogar nicht alles, denn ein weiteres großes Minecraft-Java-Feature ist dazugekommen, wofür wir gerade mal in den Survival-Modus wechseln müssen. Dieses Feature hat sich auch schon das ein oder andere Mal in den Gamefiles angekündigt und ist sozusagen das Rezeptebuch. Also nicht das Rezeptebuch beim Crafting, sondern dass wir neue Rezepte freischalten. Wenn wir jetzt beispielsweise hier einen Baumstamm abbauen, passiert Folgendes. Wir haben oben rechts, hier ploppt dann auch was mit dem Xbox-Sound auf, dass wir ja benachrichtigt werden, dass wir ein neues Rezept oder mehrere Rezepte freigeschaltet haben. Dementsprechend können wir jetzt hier aus den Spruce Planks logischerweise die ganz normalen Bretter machen und daraus dann noch mehr. Da sieht man auch hier verschiedene Bilder, die wir jetzt craften können. Finde ich ganz cool. Der Xbox-Sound ist vielleicht etwas übertrieben, weil das ploppt jedes Mal auf. Aber ich schätze mal, dass man das auch in den Einstellungen noch ändern kann. Es ist eigentlich ganz cool, gewöhnungsbedürftig, dass es wie gesagt aufploppt mit einem Sound. Jetzt in diesem Falle wieder, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir das jetzt auch auf der Bedrock Edition haben, weil es hat einfach schlichtweg gefehlt, warum auch immer. Vielleicht war es doch was komplizierteres, aber auf der Bedrock Edition ist irgendwie alles tolle Bildeinstellung gerade, ist alles irgendwie etwas komplizierter, muss man sagen. Und genau solche Parity Features, also wirklich Gleichstellungsfeatures, die ganze Zeit von der Java Edition rüberkommen auf die Bedrock Edition, zeigen auf jeden Fall eine klare Steigung, halt, dass es immer interessantere und auch größere Features werden. Und der nächste Punkt kann
kann einfach nur die erweiterte Offhand sein, was auf jeden Fall, ja, mehr als Zeit wird, würde ich sagen. Das große Problem der Offhand, für die Leute, die es nicht wissen, war halt immer der Touch-Bildschirm, weil die Bedrock Edition ist auf den Konsolen, ist auf dem PC, ist auf dem Handy, auf dem MacBook, überall kannst du das wirklich spielen. Dementsprechend muss es auf allen Versionen funktionieren. Und wie willst du eine, ja, tolle Offhand integrieren auf dem Handy-Bildschirm, der wirklich sehr klein ist? Das muss natürlich auch überdacht werden. Haben sie jetzt anscheinend gemacht und ich bin sehr gespannt, ob wir in den nächsten Betas nach der Sommerpause in Anführungsstrichen da schon die ersten Betas zu bekommen oder ersten Testversionen zu bekommen, weil es wird höchste Zeit. Es wird absolut höchste Zeit, die Offhand zu erweitern hier. Wo ich aber gerade den gefallenen Baumstamm sehe, der ist übrigens auch exklusiv noch auf der Bedrock Edition verfügbar, glaube ich sogar, dass es nur hier gefallene Bäume gibt, wenn mich alles täuscht. Es gab einen kleinen Bug, dass die Pilze nicht mehr darauf generiert wurden. Ich weiß gar nicht, ob das auch die Vollversion betrifft, aber Pilze werden jetzt auch mit der vorletzten Beta wieder darauf generiert, dass wir da auch die ein oder anderen Pilzchen drauf sehen können, was ich sehr gut finde. Und allgemein, dieses Feature muss auch dringend mal auf die Arbeitischen, wenn es da nicht schon ist. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Aber es ist aktuell, soweit ich weiß, auch exklusiv Bedrock. Übrigens geht gerade auf Twitter auch wieder die Luzi ab, vor allem nach der gestern erschienenen Beta. Man muss sich da mal wirklich ganz kurz festhalten, aber auch mal überlegt an die Sache rangehen. Es ist nämlich die Beta erschienen in 1.20.10.24, wenn ich das jetzt gerade richtig lese. Und diese Beta hat nach einer oder anderthalb Wochen Arbeit einen einzigen Bug gefixt. Und die Twitter-Community ist, was das angeht, immer, ich sag mal, ein bisschen toxisch, möchte ich mal ganz vorsichtig behaupten, und haut dann Memes ohne Ende raus. Ja, wenn ein, ja, Java-Developer, sage ich schon, wenn ein Minecraft-Developer einen Bug fixt, dass er dann total K.O. ist, erstmal Urlaub braucht und sowas halt. Also wird das Ganze wieder so ein bisschen auf die Schippe genommen, dass Mojang faul wird, faul ist, wie auch immer. Aber man muss bedenken, wir stehen eigentlich gerade kurz vor der Sommerpause oder in der Sommerpause. Eigentlich sind da auch Ferien, wenn mich nicht alles täuscht, wo sie halt arbeiten. Die Leute haben auch Urlaub und denen haben sie sich auch verdient. Vor kurzem ist ein großes Update erschienen. Man sollte da vielleicht auch ein paar vorsichtig an die Sache rangehen, aber auf Twitter kann man das ja auch nicht von jedem erwarten, weil die Leute sind da manchmal oder immer sehr speziell. Ein weiterer Punkt, der auch die Minecraft Bedrock Edition immer besser macht, meiner Meinung nach. Was heißt besser? Es ist halt einfach eine nette Sache, die leider Gottes nicht auf der Java Edition existiert. Warum auch immer, ich kann es euch gar nicht sagen. Vielleicht ist es das schwer, das da einzubauen. Ich habe absolut keine Ahnung. Es sind Events. Sei es jetzt das letzte Event, was kam, was Minecraft Legends betrifft, oder jetzt hier das große Sommer-Event, das vor kurzem angekündigt wurde, wo es auf verschiedenste Sachen geben soll. Ich meine, hier steht es ja auch. Ein Wochenende voller Spaß mit Trails and Tales. Nach mit dem Trails and Tales Event vom 23. bis zum 25. Juni kannst du mit einem neuen weltweiten Mehrspieler-Event tiefer in die Funktionen des Updates eintauchen. Wage dich in einen der drei Trails and Tales Abschnitte und fordere Spieler aus der ganzen Welt zu Minigames heraus. Reite bei Wettrennen auf Kamelen, springe zwischen Blöcken auf einer speziellen Parcours-Rennbahn, übe deine Fähigkeiten mit dem Pinsel und bei kompetitiven archäologischen Ausgrabungen und vieles mehr. Für deine Teilnahme erhältst du sogar einen besonderen Charakter-Editor-Gegenstand, das Kirschholz-T-Shirt. Nimm an, Trails und Tales Event von 19 Uhr am 23. Juni bis 7 Uhr am 26. Juni teil. Und auch wenn es nur ein kleines Event ist und auch wenn diese Welt, die man da sogar gratis bekommt, holy damn, die sieht freaking gut aus und Leute kommentieren sogar schon, Junge, die haben da mehr Arbeit in die Welt gesteckt als in das 1.20 Update. Okay, da möchte ich jetzt nichts zu sagen, die sieht aber schon verdammt schnieke aus. Und auch wenn das alles wieder in direkter Verbindung steht mit dem Marketplace, weil da wird es auch einen 75%igen Rabatt auf ausgewählten Maps geben, und das ist jetzt keine Werbung oder so, ich kaufe da absolut gar nichts mehr, aber muss man halt wissen, ob man das möchte, ist es trotzdem irgendwo eine nette Sache. Ich meine, wirklich ein Server, wo du drauf gehen kannst mit der Community, das neue Update erkunden kannst, Minigames ja sozusagen machen kannst, die ein oder anderen Charakter-Editor-Items noch zu bekommen, kostenlos, ist auch sehr cool, und auch diese coole Welt da gratis zu bekommen, ist eine nice Sache. Marketplace lassen wir jetzt mal außen vor. Und es ist wirklich schade, dass das Crossplay noch nicht so weit verbreitet ist, dass man das auch irgendwie auf die Java Edition gemeinsam mit Bedrock bringen kann. Ich meine, wie cool wäre das bitte? Du hast Freunde auf der Java Edition, Freunde auf der Bedrock Edition oder spielst auf verschiedensten Plattformen und kannst dann mit solchen Events einfach gemeinsam auf einem Server spielen, das Update erkunden, in Parcours oder Minigames gegeneinander antreten. Das wäre schon wirklich ein Träumchen und das ist meiner Meinung nach auch ein riesengroßer Vorteil, da kann man sagen, was man möchte. Der Bedrock Edition, weil das ist nett, mit der Community was zu machen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Vielleicht sehen das auch andere ganz anders, aber ich finde es auf jeden Fall nett. Summa summarum kann man sagen, die Minecraft Bedrock Edition arbeitet an sich, macht sich eigentlich relativ gut in der letzten Zeit, also überfällige Features von der Java Edition kommen mit und mit dazu, auf die wir schon lange gewartet haben, und ich denke mal, die Offhand steht da als nächstes an. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu allem unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.